Also ich war jetzt ziemlich intensiv am Gegenstände sammeln und ich habe ziemlich guten Erfolg gehabt. Ich habe jetzt schon ziemlich viel Essen und Feuer. Gut, ich werde jetzt wahrscheinlich darauf gehen und werde mir dort oben irgendetwas suchen. Ja. Es sieht überall gleich aus, das spielt eigentlich keine Rolle, wo ich hingehe. Aber ich möchte eher ein bisschen oben schlafen als hier unten im Wald. Ich gehe hier gerade durch ein Gebüsch. Ja. Es wird langsam Zeit, dass ich mir unbedingt ein Lager suche. Aber ich habe hier nicht wirklich eine Übersicht. Es ist alles zu. Ich habe keine Weitsicht. Alles nur Gebüsch. Vielleicht. Ja. Also ich habe keine Aussicht. Sehe nichts, nur grün. Und ich klettere jetzt auf einen Baum und werde mir so eine Übersicht verschaffen. Weil einfach so orientierungslos durch den Wald, sowieso im Gebüsch, denkst du, ah, hier hast du, kommst du gut durch, ah, dann hier ist wieder gut zum Durchgehen und am Schluss läufst du zickzack hin und her und läufst im Kreis. Okay, ich gehe ohne Rucksack rauf. Wenn man so auf einen Baum klettert, muss man natürlich auf die Sicherheit sorgen. Und etwas vom Wichtigsten ist natürlich immer nur einen guten Ast greifen, wo auch wirklich jung ist und stabil ist. Nicht so etwas da, nur so etwas. Und immer nahe, den Körper immer nahe an den Baum haben. Nie weit hinausstehen. Und immer genau vorausschauen, wo ich hin will. Ich habe schon eine ziemlich gute Übersicht. Okay, hier kann ich gut sitzen. Habe mich hier klemme ich so ein und dann bin ich hier ziemlich sicher. Kann ich hier noch halten. Also was ich jetzt mache, ich habe jetzt einen riesen guten Überblick. Ich bin jetzt ca. 5 Meter oder 6 Meter vom Boden. Ich könnte noch weiter, aber das reicht mir. Ich sehe jetzt ziemlich weit. Okay. Also da vorne sieht es besser aus. Hier unten ist alles Gebüsch. Da muss ich noch eine Weile durch das Gebüsch gehen. Aber da vorne lichtet es sich wieder. Da gehe ich hin. Ja. Okay, also. Ich merke mir diesen Baum. So dass ich, wenn ich unten bin, unten sehe ich ja wieder nichts. Aber wenn ich dann diesen Baum merke, kann ich dorthin gehen. Okay, gehen wir wieder runter. Ich weiß jetzt, wo ich hin muss. Ich weiß, in welchem Gebiet ich bin. Jetzt kann ich weiter. Wichtig ist immer, den Körper nahe am Baum haben. Schön Kontakt.
Und wenn man einen Baum klettert, dann muss man ist gezwungen, eigentlich ringsherum auf den Baum zu klettern. Also, denn die Äste sind ja überall. So, hier ist der Baum. Und jetzt sehe ich auch wieder etwas. Sieht doch gut aus hier. Hier habe ich Platz. Ich habe eine Rundumsicht. Es ist wie so eine Art Waldlichtung. Das heißt, ringsherum ist Gebüsch und hier ein Rundum mit großen Bäumen. Perfekt. Ich habe mich entschieden, ich werde hier an diesem Ort bleiben und werde hier die Nacht verbringen. Jetzt ist nur die Frage, wie. Es ist ja ein Training auch für mich und in dieser Mission bin ich jetzt in einem Szenario, wo es um Folgendes geht. Man kann es ja nicht aussuchen, in welcher Überlebenssituation man jetzt ist. Man muss die Situation einfach akzeptieren, nicht groß jammern und weiß nicht was, sondern einfach, okay, ich bin jetzt hier, ich kann das jetzt nicht ändern, so, was mache ich? Also, ich muss jetzt nicht meckern oder hier jammern und so, das bringt mir gar nichts. Das Einzige, was mir jetzt bringt, sind effektive und produktive Sachen, die mir jetzt hier aus dieser Situation heraushelfen. Und wie gesagt, man kann es einem nicht auswählen. Und ich bin jetzt plötzlich in einer Situation, wo ich merke, oh Mist, hier hat es wirklich, wirklich gefährliche Tiere. Ja, logisch, ich will jetzt nicht auf die speziellen Tiere eingehen. Logisch haben die Tiere mehr Angst als vor uns, also sie haben mehr Angst vor uns, trotzdem haben wir Angst vor gefährlichen Tieren. Und jetzt bin ich in einer Situation, irgendwo, keine Ahnung wo, wo es wirklich gefährliche Tiere hat. Und ich habe mich jetzt entschieden, hier am Boden will ich nicht schlafen, denn es ist zu gefährlich. Sei es, ich habe keine Zeit, um mir ein Lager zu bauen, ich habe zu wenig Ausrüstung dabei, ich habe Essen bei mir, ich blute oder sonst irgendetwas, wo ihr denkt, wenn ich hier am Boden schlafe, werde ich nie einschlafen, weil ich habe immer im Hinterkopf, dass plötzlich ein Tier kommt. Und es gibt Situationen, wo man dann nicht am Boden schläft, wo man dann in der Höhe schläft. Und in diesem Szenario befinde ich mich jetzt. Mein Ziel ist es jetzt, in dieser Mission, ich bin in einem Gebiet mit sehr gefährlichen Tieren. Aus irgendeinem Grund will ich jetzt nicht hier am Boden schlafen. Und darum will ich auf einem Baum schlafen. Denn auf einem Baum, das werde ich dann später alles noch sagen, fühle ich mich sicher. Logisch, ich bin nicht absolut sicher, aber viel besser als hier unten. Das werde ich dann später nochmal sagen. Also meine Aufgabe ist es jetzt, ich muss mir jetzt einen geeigneten Baum suchen. Habe ich schon gefunden. Das erste, was ich mache, ich gehe mal rauf und schaue mir das Ganze an. Ja, wie ich schlafe, das weiß ich noch nicht, aber definitiv da oben. Weil hier unten, das ist mir zu gefährlich. Logisch, ich könnte mein Lager hier machen und wenn etwas kommt, sofort schnell rauf. Aber ja, solche gefährlichen Tiere, die hörst du nicht einfach so. Wenn sie kommen, dann kommen sie leise und dann, ja. Okay, also, ich gehe jetzt mal rauf und schaue mir das Ganze an. Von unten, es ist ein ziemlich großer Baum. Es ist ein stabiler Baum. Und was gut ist, er hat dicke Äste. Um auf einem Baum zu schlafen können oder wenigstens zu sitzen können, braucht es halt diese Sachen. Er muss jung sein, er muss stabil sein, man muss ihn beklettern können. Und ja, du musst dich einigermaßen wohlfühlen.
okay, diese Entscheidung ist nicht leicht. Man muss sich wirklich gut überlegen, wo man schläft, aber wenn es darauf ankommt, wenn die Sicherheit gefährdet ist durch irgendwelche Umstände, dann nehme ich lieber die sichere Variante. Logisch wird es da nicht so bequem und es wird viel schwieriger jetzt, als irgendwo hinlegen, Feuer machen und fertig. Aber wie gesagt, es gibt seltene Fälle, aber wenn man in so einem Gebiet ist, dann gibt es halt schon Situationen, wo man das machen muss. Also ich habe jetzt ich habe nicht mehr viel Zeit, ja doch schon, zweieinhalb Stunden so, aber ich muss jetzt doch ein bisschen vorwärts machen. Also ich gehe jetzt mal schauen, wie das da oben aussieht. Okay, nicht ganz einfach. Aber machbar. Einfach langsam machen. Okay. Schon mal sehr gut. Die ersten Äste fangen erst bei ca. 3 Meter an. Aber jetzt bin ich oben und jetzt mache ich mal einen Rundgang. Aber immer dran denken, Sicherheit. Ich bin hier auf allen Vieren. Okay, hier sitzt es sich sehr gut. Ich sitze jetzt hier auf einer Position, wo ich mich sicher und mega gemütlich fühle. Dieser Baum ist definitiv gut, um die Nacht zu verbringen. Er ist wirklich massiv und stark. Ich sitze jetzt hier gemütlich. Diese Äste, die winden sich überall und die sind perfekt. Also ich fühle mich gerade mega wohl und sicher. Ich bin weit weg vom Boden. Und also ich muss sagen, im Notfall sitze ich einfach. Ich lehne mich hier an den Baum und sitze. Aber das ist noch keine Entscheidung. Es ist nur eine Variante im Hinterkopf. Also ich muss sagen, und das ist auch massiv und stabil. Also ich fühle mich hier gerade sicher. Also die Nacht könnte ich hier verbringen, im Sitzen. Also im gemütlichen Sitzen. Ich müsste ein bisschen modifizieren, aber schon mal gut zu wissen. Die Frage ist, ob ich mir etwas bauen kann, wo ich liegen kann. Okay, ich bin jetzt auf der anderen Seite des Baumes. Ich sitze hier auch bequem. Diese Äste, die sind auch wirklich stabil, massiv und dick. Ich habe mich entschieden, diese Sitzposition, die ist sehr gut, aber ich habe auch etwas gefunden, wo ich eine Fläche vielleicht bauen kann. Ich werde das ausprobieren, ich werde das versuchen, eine Fläche zu bauen, wo ich liegen kann. Wenn es nicht klappt, schade, aber dann sitze ich hier drauf. Okay, diesen Ast hier, wo ich jetzt drauf sitze, ist sehr stabil. Und hier, circa 2 Meter entfernt, ist noch ein Ast. Der ist auch sehr stabil. Und vielleicht kann ich das verbinden. Mal schauen. Jetzt geht es ums Bauen. Ich bin jetzt ein bisschen am Arbeiten. Habe mir jetzt schon ein bisschen etwas gesammelt.
Wie gesagt, ich zeige es nochmal hier. Also, mein Plan ist es hier, von diesem Baum zu diesem Ast hier drüber zu spannen, damit ich hier so liegen kann. Das ist mein Plan Nummer 1. Plan Nummer 2 wäre, ich bin nur auf diesem Ast und werde hier die Nacht verbringen. Ich werde mich an den Baum anlehnen. Ja, aber jetzt hoffe ich auf Plan A. Gut, das sind diese zwei Ästchen, diese Äste, die müssen stark sein. Sie sind ein bisschen alt schon, aber sie sind immer noch robust. Ich habe sie getestet. Sie sind circa 2 Meter lang. Dann habe ich hier solche gefunden und gesammelt. Auch diese sind schon ein bisschen älter, aber trotzdem sind sie noch stabil. Was ich jetzt noch suchen werde, ist, ich werde noch mehr solche suchen und werde mir noch Schnurmaterial besorgen. Das Gute ist, ich muss nicht allzu fest befestigen. Logisch muss es sicher sein, aber die Äste, wenn der Baum hier ist, sind die Äste so. Das heißt, wenn die Äste wegrollen, dann rollen sie zum Baum. Und das ist nicht schlimm. Sowieso, ich muss hier nicht groß Luxus haben. Es reicht mir. 30 cm oder so. Jedenfalls sammle ich jetzt noch Material. Schnurmaterial und sonst, was ich noch finde. Aber ich glaube, sollte schon klappen. Mal schauen.